Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard. So, neue Aufnahmesitzung und neuer Tag. Yo, und ich muss erstmal gucken, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich weiß nur, wir haben einen Segenspunkt zu verteilen. Das werden wir jetzt auch direkt mal machen. Und zwar auf, ja, das hier. Denn ich möchte das hier gerne frei haben, bevor wir zum Boss gehen. Das heißt tatsächlich... 2, 4, ich bräuchte noch 5 Level bis Level 21 und dann würde ich zum ersten Boss gehen wollen. Wir brauchen auch noch ein paar Ressourcen, um das Haus fertigzustellen und alles ein bisschen abzugraden. Rüstungsgedöns brauchen wir noch. Geöltes Leder. Okay. Hier brauchen wir noch Eisen. Hier brauchen wir Stein und Gold. Hä? Jetzt so. Genau, da müssen wir also noch ein bisschen was besorgen für uns. Hier waren wir soweit fertig und da auch. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen was besorgen. Naja, da müssen wir wieder eine Runde kämpfen gehen, würde ich sagen. Es ist auch gerade Nacht. Das passt irgendwie super. Ich müsste vielleicht erstmal alles reparieren, bevor ich hier losziehe. So, Ersatzschwert ist am Start. Alter, hat die Rüstung eingesteckt. What the fuck? Jo, Werkzeug passt noch. Mit dabei ist immer noch meine Drohne. Die kleine Rabendrohne, die ich eigentlich deaktivieren wollte. Ja, Sau. Nice. Da war der Händler. Ich wollte mal gucken, ob ich bei dem vielleicht ein paar Ressourcen kaufen kann. Das wäre dann von Vorteil. Und hatten wir hier drüben... Wir hatten hier drüben einen Teleporter. Das ist richtig geil. Da können wir dann dort auch gleich wieder Ressourcen snacken. Ja, gucken wir mal. Da gucken wir mal. So, wenn sich meine Stimme ein bisschen seltsam anhört, es tut mir leid, aber ich habe mich wohl etwas unterkühlt und bin dadurch halt erkältet. Aber sowas kommt vor. Na komm. Ich habe auch nichts mehr zu essen dabei, also das ist natürlich jetzt richtig beschissen, ne? Da ist es down gegangen, nice. Erstmal schon alles einsammeln hier. Ei, 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 ei. So. Schön, 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 schön.
Nice, nice, nice. So. Snipen uns gleich ein bisschen Holz. Wenn wir schon einmal hier sind. Genau. Und natürlich ein bisschen Eisen. Und wenn es geht, auch Stein. So. Erze, Feuerstein, Zweige. Mehr kann ich nicht ordern hier. Wie bist du da, Werk? Ist ein bisschen lame, muss ich sagen. Es heißt, es bestünde ein starker Bund zwischen Valkyren und ihren Einherjagd. Ja. Seitdem diese unter den Gefallenen auserwählt wurden, verwendet diesen Gegenstand, um den Inhalt all deiner Beutetruhen umgehend zurückzuerhalten, dank der blitzschnellen Valkyren, die stets über ihre Auserwählten wachen. Aha. Ha. Verringert den durch feindlichen Krüge und Türme erlittenen Schaden. Banner der Zeit, wenn du 3 Sekunden lang keine Aktion durchführst, wird ein Heilbereich erzeugt, der um dich herum 150 LP über Zeit wiederherstellt. Oh, die ist gut. Thor's Wut erhöht den verursachten Schaden gegen Jötna. Ja, hier werden wir aber ein bisschen was snacken, ne? Wie bist du da, Werk? Wöchentliche Herausforderung gibt 10.000 Seelen aus. Schön. Wie bist du da, Werk? Süchen. Ressourcen. Wir brauchen Ressourcen und ein paar Level. Alter, der Baum ist vor uns gespawnt. Geil. Nö. Nö. Ablegen. Ausrüsten. So. Wir brauchen halt auch wieder Gold. Und dazu müssen wir tatsächlich wieder auf diese eine Insel gehen, weil Goldessenz habe ich leider noch keine. Das ist kacke. Aber wir haben 4 gegerbte Leder erhalten. Wofür habe ich gegerbtes Leder gebraucht? Hierfür nicht. Hier waren diese Eisenbrocken. Hier war das gegerbte Leder. So, Stein und Eisen da drüben ist gewachsen, aber wir gehen dorthin. Erforschen die Insel. Und Farmressourcen, schauen, ob es hier vielleicht was Neues gibt, was wir noch nicht kennen. Wäre auf jeden Fall geil. Ey. Ich überlege gerade, wenn ich in die Richtung gucke.
Mir wird auf der Minimap da was angezeigt. Ich weiß nicht, was das ist. Wollen wir dann später vielleicht mal rausfinden, ne? Ja, wenn das so weitergeht, machen wir in der heutigen Aufnahmesitzung tatsächlich die 5 Level noch. Wäre geil. Denn ich würde den Boss tatsächlich gerne noch umhauen in dieser Aufnahmesitzung. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn das passiert. Hier haben wir ein bisschen Stein. Ja, Wölfe, immer mit der Ruhe. Hier kommt alle dran. Oh, hier, den habe ich gar nicht gesehen. Den hat ein Zei gar nicht gesehen. Creepy, creepy, creepy. Hier war schon frei, schade. Weil wenn ich das immer wegmache, dann kriege ich auch noch mal ein bisschen Stein. So. So hier, wenn ich das wegklatsche, kriege ich einen Stein. Und das ist geil. Mein Schwert ist halt schon wieder gleich broke, ey. Das kannst du doch keinem erzählen. Das kannst du doch keinem erzählen. Okay, da haben wir das Level up. Dann werden wir mal ganz kurz reparieren. Eigentlich könnte ich das Ding so stehen lassen und jedes Mal dann woanders neu aufbauen, weil das reicht schon aus, weil das dann immer wieder verschwinden würde dort. Da ist eine Kiste, die snacken wir uns. So. Ja, Ressourcen gibt es hier ein bisschen was. Das ist schon mal schön. Boah. Hier noch ein paar Steinchen. Da unten war gerade Eisen, ne? Da möchte ich jetzt aber nicht runterspringen. Hier oben ist Silber und Eisen, okay. Ja, aber hier da hochbauen jetzt, das bringt eh, ich habe eh nichts zu bauen mit. Von daher brauchen wir das nicht mal. Aber hier haben wir das Silber, schön. Ah, hier scheint es ein bisschen was an Ressourcen zu geben. Oh, besonders viel Stein anscheinend. Schön. Okay. Das gefällt mir. Ey, gibt's wirklich viel Stein. What the fuck?
Warum bin ich nicht zum Anfang auf der Insel gespawnt? Ist schon wieder Stein, Alter! So, Segenspunkt, den wollten wir hier unten drauf ballern. Verdoppelt die Menge an Zutaten, ja! Mehr Stein und Erze! Alter, 8 Stein rausbekommen, geil! Das ist geil, was ist denn hier? Alter, ich bin geblitzt, Dings. Hör mal auf. Und da war er weg. Haben wir alles? Wir haben alles eingesammelt. Nice. Also diese Riesen sind tatsächlich aktuell nicht mehr so heftig wie vorher. Das ist schön. Aber einmal unvorsichtig sein und man ist tatsächlich wieder down. Alter, hier gibt's ja echt massig Ressourcen. Das ist ja mal richtig unglaublich. Ja, blocken bringt hier irgendwie nichts. Ich bin mitten im Angriff und dann schlägt der zu. Goldhorn, geil. Kann man sich im Shop wieder was holen. Goldhörnern sage ich doch nicht nein. Ja, die Goldhörner sind wirklich für den Shop gut. Da kann man sich ein bisschen Kosmetik holen und alles. Tatsächlich bei Tribe of Midgard ist es so, es gibt kein Pay to Win. Also die Begleiter und alles, die du dir gegen Goldhörner und Taler holen kannst. Die Taler sind die, die du mit Echtgeld aufwertest. Die Begleiter und die Reittiere, die machen halt einfach gar nichts. Und die Ausrüstung ist nur Kosmetik. Also du wirst nicht stärker, deine Waffen kriegen keinen besseren Buff oder sogar zum Gegenteil. Und das ist geil. Ein Pay to Win ist tatsächlich immer scheiße. Dann geben die, die mehr Geld haben, investieren das da rein und sind dann natürlich overpowered. Das ist scheiße. Und sowas muss man nicht unbedingt haben. Und meine Erkältung macht mir echt zu schaffen. Ne? Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal, wenn immer so komische Nebengeräusche kommen. Wo ist das andere Viechchen? War das schon down? Ist ja geil. Wie sieht's mit der Insel aus? Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber dass ich jetzt mehr Ressourcen rauskriege, ist halt einfach babamäßig. Mal, mal kurz hier stehen bleiben und mich hochheilen. Oh, reicht. Hör auf, mich abzuschießen.
schießen, es bringt eh nichts. Das bringt doch nichts, wenn ihr mich abschießen tut. Ihr spürt dann nur meine Klinge am Hals. Natürlich. So. Da oben gab es nichts mehr. Ah, hier gibt es halt wieder schön viel Holz. Ja, okay, Holz kriege ich tatsächlich nicht mehr raus, wenn ich einen Baum fälle. Das wird. Okay, man kann nicht alles haben. Macht der Alten kaum Damage, warum? Warte mal, das ist gerade ein bisschen unfair. Ich mache der wirklich kaum Damage. Mein Schwert ist fast broke. Wir wechseln mal auf das Giftschwert. Hier uns ganz kurz ein bisschen hoch. Ich habe nämlich auch kein Essen mehr dabei. Das ist scheiße. Komm ich hier schneller. Wo ist der Alte? Da ist er. Alter, ihr geht mir hier auf den Sack. Tschüss. Leck mich am Arsch. Hat die mich runtergeboxt? What the fuck? Oh, das mit dem Heilbereich ist geil. Muss schnell hochheilen. Kann ich in der Zeit doch auch das hier machen? Mal ganz schnell reparieren. Ich frage mich sowieso, warum das auf Slot 2 ist. Da sollte doch der sein. Wow, Moment. Die werden wir jetzt mal testen, die Keule. Die ist ja besser als alles, was ich bisher in der Hand hatte. Und die hat sich wieder hochgeheilt. Ja, nee. Die hier ist tatsächlich noch ein bisschen zu heftig. Die boxen mich schon wieder ekelhaft runter. Da verzichte ich doch erstmal auf einen weiteren Kampf. Da gucken wir erstmal weiter, ob wir hier noch ein bisschen Ressourcen finden, bevor wir zur Base zurückgehen. Eieieiei. Also hier die Mobs sind tatsächlich ein bisschen heavy.
Ich will nicht wissen, was hier noch für welche kommen. Bei mir geht schon wieder ein Sumpf los. Okay. So. Heute Abend gibt es wieder Koteletts. Schön. Fehlt nicht mehr viel zum nächsten Level ab. Oh, wäre das geil, wenn ich noch eins kriegen könnte heute. Also jetzt. Weil Haller-EP, diese lilanen XP-Bobbles, die muss ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Eigentlich eher weniger. Da haben wir so viele schon davon. Ja, das ist Ungleichheit. Mitten beim Sammeln greift ihr mich an. Entschuldigung. Ja. Ich bin halt wirklich erkältet. Ich frag mich warum. Ey, das Wetter ist mal schön, mal scheiße. Da braucht man sich echt nicht wundern. Es tut mir einfach nur leid. Aber ich würde sagen, tatsächlich, wir gehen erstmal schnell zurück zur Base. Und ich gönne mir mal ganz kurz einen Schluck Kaffee nebenbei. So. So, gucken wir mal weiter hier. Wir haben wieder ein paar Steinchen und Leder. Sehr schön. Die Steinchen brauchte ich für was? Hier brauchte ich Eisen. Und hier brauchte ich diese Flossen. Okay, wartet mal. Machen wir das ganz kurz alles weg. Okay, Essenzen hatten auch wieder ein bisschen was, aber ein Edelstein, schön. Ja, genau. Moment, ich habe was zum Bauen. Lol. Was kann man denn hier machen? Hierfür würde dann tatsächlich nur noch Gold fehlen. Aber wo habe ich den Stein gebraucht? Hier? Und hier, so. Essen. Das brauchen wir immer und überall. Tägliche Herausforderung. Stelle 6 Mahlzeiten her. Joa. Haben wir gemacht. Wenn ich jetzt das so mache. Und so. Es sieht einigermaßen schnieke aus. So.
Haben wir noch irgendwas, was wir... Ah, ja, die Teile hier. Und so die Doppeltür ist kacke, weil die hier nicht wirklich reinpasst. Na toll. Müssen wir eine normale Tür nehmen. So, C. Eins dahin. Eins dahin. So. So. Genau, oben bei der Spitze, das bleibt frei. Da ist der zweite Rauchabzug dann. Das gefällt mir, das gefällt mir. Wo laufe ich denn hin? Scheiße. Jo, Häuschen ist aber soweit fertig. Nice. Ja, mit dem Zaun müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da müssen wir mal gucken. Was können wir denn jetzt eigentlich bisher herstellen? Oha, 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 oha. Ich will die hier haben. Wir können eine verbesserte Klinge davon herstellen. Herstellen. Mach mal. Rüstung können wir nichts weiter herstellen. Wir brauchen noch gegerbtes Leder. Och, die nervt. Nee, können wir nicht. Werkzeug können wir auch noch nicht herstellen. Und Schild auch noch nicht. Ja gut, dann wir müssen wieder farmen gehen. Es geht nicht anders. Wir müssen hier diese Silkiflossen beschaffen und Gold. Und deswegen werden wir uns dahin begeben. Und... Oh, Momentchen, Momentchen, Momentchen. Aufgaben... Beanspruch. 25 Taler, genau. Und drei goldene Hörnchen gibt es wieder. Das gefällt mir. Meine täglichen und wöchentlichen Aufgaben. So, aber das Gold und die Silkiflossen werden wir in der nächsten Folge fahren. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ihr lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.